Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen. Im heutigen Beitrag wollen wir auf einige Ihrer Fragen eingehen. Vor kurzem waren wir im Gespräch mit Carmen Ripper. Carmen erzählte uns über Seniorenbüros und Treffpunkte. Zu diesem Thema haben wir viele Zuschriften erhalten. Auf Ihre Fragen antwortet heute Frau Susanne Prebitz. Frau Prebitz ist Projektleiterin im Revi-Haus Hamburg-Eidelstedt. Das Revi-Haus ist ein Nachbarschaftshaus für Anwohner und Anwohnerinnen oder Interessierte, die Lust haben, mit anderen gemeinsam eine offene Gruppe zu machen, Veranstaltungen durchzuführen, Nachmittage mit gemeinsamen Gruppen, Kaffee trinken, Nähgruppen, eine Theatergruppe, Musik. Das ist völlig egal, was die Leute machen. Wichtig ist, dass sie es gemeinschaftlich machen, um Kontakt mit anderen zu haben. Für die Senioren ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass sie nicht einsam zu Hause sind, sondern andere Senioren haben, mit denen sie sich vielleicht auch außerhalb des Hauses treffen, mit denen sie sich austauschen können, mit denen man auch mal feiern kann, ein bisschen Spaß haben, gemeinsam Spiele spielen. Und das geht halt in einem Nachbarschaftshaus gut, weil wir haben hier die Möglichkeiten der großen Räume und natürlich sollen die sich auch mit anderen Gruppen verknüpfen. Wichtig ist ja, nicht nur zwischen den Senioren den Kontakt herzustellen, sondern auch, dass man mal an einem internationalen Frauenfrühstück teilnimmt, dass man sich hier zum Mittagessen treffen kann. Gemeinsam frühstücken sind Möglichkeiten. Wir haben, und das hat Carmen bestimmt schon erzählt, unterschiedliche Bewegungsangebote für Senioren. Und da geht es halt darum, dass sich jung und alt international trifft und sich austauscht, sich unterstützt. Vielleicht einfach nur mal zusammensitzen, ein gutes Buch lesen oder eine Buchrezension durchsprechen, ob das ein empfehlenswertes Buch ist. Also es gibt tausend Möglichkeiten hier, sich im Haus zu verknüpfen, sich zu treffen und gemeinsam etwas zu machen. Es ist so, dieses Haus würde es ohne die Nachbarn hier in Eidelstedt überhaupt nicht geben. Die Saga hat dieses Haus gemeinsam mit dem Bezirksamt Eimsbüttel gebaut. Also die Finanzierung ist von beiden gemeinsam gemacht worden. Und wenn die Anwohner hier nicht so klitsch gewesen wären und nicht gesagt hätten, wir wollen einen Treffpunkt, ein Haus für uns, wo wir uns alle gemeinsam treffen können, dann hätte es das Haus gar nicht gegeben. Es heißt auch Revi-Haus, das fragen viele, weil es Ecke Remstückenkamp-Wiebischenkamp ist. Und finanziert wird das Ganze vom Bezirksamt Eimsbüttel. Die Einfall GmbH ist mein Arbeitgeber und wir haben den Auftrag, das Revi-Haus im Namen des Bezirksamtes zu verwalten. Also jeder ist herzlich willkommen, immer und zu jeder Zeit. Und es ist auch egal, wo jemand wohnt. Wichtig ist, dass die Angebote hier offen sind, also dass jedermann jederzeit dazu kommen kann. Das können Ideen sein, wie jemand sagt, ich habe Lust, anderen zu zeigen, wie man etwas Schickes näht. Oder ich möchte gerne eine Theatergruppe leiten. Und da ist es doch egal, wenn jemand sagt, ich komme aus Pinneberg oder Wedel oder ich bin vom anderen Ende aus Hamburg, das ist völlig wurscht. Also Sie können mich gerne anrufen, 1:1 Termine sind immer möglich. Wir tragen eine Maske, ich kann einmal das Haus zeigen. Im Moment ist das Haus natürlich geschlossen, weil wir gelten als öffentlicher Raum. Aber das Zeigen ist jederzeit möglich. Wir können eine Gruppe vorab planen. Wenn Ideen entstehen, können wir gucken, welche Zeiträume in der Woche offen sind oder zu welcher Uhrzeit, an welchem Wochentag Sie die Gruppe machen möchten. Und dann können wir das planen für nach Corona oder wenn die Öffnungen wieder lockerer werden und es wieder möglich ist, sich zu treffen. Wir haben den großen Vorteil, wir brauchen keine Miete bezahlen an die Saga.
müssen aber natürlich unsere Nebenkosten tragen. Die Räume müssen gereinigt werden und wir nehmen im Schnitt zwischen 5 und 10 Euro, je nachdem, wie groß die Gruppen sind, welche Räume belegt werden. Das ist eine Nebenkostenpauschale und eine Reinigungspauschale. Ansonsten ist es so, dass sich das Haus grundsätzlich selber verwaltet. Jeder bekommt einen Schlüssel, kann also zu seiner Zeit unabhängig davon hier rein, ob jemand vor Ort ist, nutzt seinen Raum und so wie er ihn vorgefunden hat, hinterlässt er ihn wieder. Und damit hat sich das Ganze. Also es gibt noch ein Raumprotokoll, weil wir eine Statistik führen müssen. Aber grundsätzlich kann jeder zu seiner Zeit hier unabhängig von irgendjemandem rein. Also viele Angebote sind tatsächlich noch mit einem Kontakt auf Abstand. Wir bieten im Moment zweimal die Woche einen Mittagstisch an, to go. Das heißt, jeder bringt seine Tupper mit, meldet sich vorher an. Und dann bekommt er sein Essen in eine Tupperdose, also in seine eigene Tupperdose, zahlt 3,50 Euro für den Mittagstisch und kriegt am Dienstag und am Freitag hier ein gutes Mittagessen. Wir haben auch Kuchen to go. Das heißt, wir backen zweimal in der Woche frischen Kuchen. Man kann auch mal einen ganzen Kuchen bestellen, überhaupt kein Problem. Schön wäre es, das vorher anzumelden. So ein Stück Kuchen kostet zwischen 1 Euro und 2 Euro, also keine Bäckerpreise. Und dann kann man sich gern auch fürs Wochenende mal ein Stück Kuchen mitnehmen oder nachmittags fürs Kaffee trinken mit der Nachbarin. 1:1 geht ja, ist ja kein Problem. Dann haben wir immer vor der Tür ein Tauschregal mit Büchern. Das, was die Nachbarn so anbieten, legen wir da rein und jeder kann sich das rausholen oder für die Nachbarn auch wieder was reinlegen. Was wir noch haben, ist vielleicht auch wichtig zu wissen, wir haben 2 Tafelausgaben hier im Haus. Immer mittwochs macht das der ASB oder die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde. Und für uns ist halt wichtig, wenn die Leute ihr Essen herkommen, um darauf nochmal zurückzukommen. Wir können fragen, geht's euch gut? Braucht ihr Hilfe? Können wir euch irgendwie unterstützen? Und das ist halt wichtig, weil die Menschen, die hier wohnen oder auch andere Menschen sehen halt, der Kontakt ist noch da und bricht nicht ab. Und sie sind nicht alleine und sie sind nicht einsam, sondern wir bieten zum Beispiel auch an, wenn jemand sagt, ich hätte gern ein Buch, dass wir es ihm nach Hause bringen. Und wenn er sagt, ich stehe auf Krimis, dann bringen wir halt eine Auswahl, 3-4 Bücher. Und wenn er sagt, okay, das, dann ruft er mich eben wieder an und sagt, okay, Frau Priebitz, habe ich durch, kann ich ein neues haben? Also das sind so Sachen, das ist uns halt wichtig, den Kontakt noch weiterhin zu halten. Und ich glaube, das ist gerade in dieser schwierigen Zeit, für alle schwierigen Zeit, ganz, ganz wichtig. Ja, die Gruppen vernetzen sich. Also das internationale Frauenfrühstück ist vernetzt mit der Seniorengruppe. Wir machen Feste zusammen. Da ist immer jung und alt zusammen. Wenn wir Angebote rund ums Haus machen, dann ist immer jung und alt verknüpft, weil die sich gegenseitig unterstützen. Und das ist halt wichtig, dieser Zusammenhalt ist halt wichtig. Ne? Also die Senioren geben das Obst beim Sommerfest aus oder machen die Waffeln für die Kids. Im Gegenzug dazu stellen die jungen Leute die Tische hin, bauen die Zelte auf. Also das ist so ineinander übergreifend und hier mittlerweile auch schon total selbstverständlich. Und das ist halt schön. Manchmal, so wie Sie jetzt, wenn Sie mich danach fragen, fällt mir das erst wieder ein und wird mir nochmal wieder sehr bewusst. Ja, das ist schon eine schöne Selbstverständlichkeit. Also mein Traum wäre eine Theatergruppe, wo Senioren und von Senioren über Jugendliche, mein Alter, Kinder dran teilnehmen und sich ein Stück ausdenken, und dieses Stück hier im Haus vorstellen und sagen, das ist unser Leben, das sind Situationen, die im Alltag stattfinden. Vielen herzlichen Dank. Sehr gern. Wir kommen bestimmt wieder. Auf jeden Fall herzlich willkommen an alle, die das Haus kennenlernen.